Okay, dann willkommen zur nächsten Folge. Wir haben ja letztes Mal das Gut Dunkelforst hier entdeckt und da mit ein paar Leuten geredet, haben beim Koch da oben in seiner Küche noch einen Hexenkessel gefunden und konnten ihn zur Rede stellen. Er konnte uns dann auch eine gute Information geben, nämlich über das Hexenhaus hier, was diese Saphira angeht. Ja, und die können wir nämlich ganz gut rauslocken und besiegen, wenn wir ihre Hütte zerstören. Das ist ihr nämlich sehr wichtig. Ja, und wir haben schon einen Hexenbaum besiegt, allerdings einen normalen anscheinend nur, zumindest keinen, der richtig gelistet war. Es gibt hier noch andere. Ich glaube, den hier finden wir in der Nähe. Einer der Hexenbäume steht mitten im Wald, nordwestlich des Gutshaus Dunkelforst. Ja, das kommt hin. Barina, also die hohe, die obere Geweihte von der Inquisition da hinten beim Lager, hat mir seine Lage in meine Karte gezeichnet. So werde ich ihn leichter finden. Manche, Quatsch, meine Axt wird er nicht entkommen im Namen Praios. Aber vorerst haben wir da noch zwei Typen stehen von Ronquer. Ich nehme die Sache in die Hand. Meint ihr? Bei Angroschbar. Folgt mir. Komm schon. Ich denke, wir können mal einen gezielten Stich jetzt endlich mal machen. Oh, der. Oh. Oh, guckt euch das an. Das ist eine schöne Standbildszene. Wahrscheinlich hat er. Nee, keinen Bolzen, aber das Schwert abgekriegt. Wahrscheinlich als Passierschlag sogar. Oh, yes. Und er hat eine Wunde gekriegt. Deswegen haben wir den gezielten Stich gekauft. Lass das mal Okay, vordrin machen. sie haben auch noch Punkte gebracht. Sehr schön. Sehr schön. Alles klar. Alle scheinen jetzt Stufe 7 zu sein. Okay, dann können wir ja mal nach diesem Hexenbaum gleich suchen. Feuerfliege. Naja. Da habe ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Na, der Baum ist wahrscheinlich da oben auf dem Plateau drauf, ne? Oh, was ist das denn? Wölfe. Ah, auf Wölfe habe ich eigentlich auch keinen Bock. Wir versuchen mal hier drumherum zu wandern. Okay. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Hirsche sind recht scheue Waldbewohner und ergreifen normalerweise die Flucht, wenn sie Menschen begegnen. Ich meine, der andere Baum hatte ja zwei recht starke Bären beschworen irgendwie, ne? Oh, das Licht ändert sich, okay. Da ist er. Na klar, Vorax. Ah, einmal den Schutz erneuern. Gute Entscheidung. Aufgepasst. Ach, wie geil. Können wir jetzt einfach weiterschießen die ganze Zeit? Alle mal hergehört.
Alles klar. Was ist eigentlich, wenn sie jetzt Wurfmesser benutzt? Kann sie das steigern noch? Ah ja. Ja gut, steigern wir mal auf 17. Mal gucken, wie nah sie ran muss. Ach, verdammt! Ich mach das schon. Okay, ich lade jetzt mal ausnahmsweise. Neu. Ich will mal wissen, ob man das jetzt auch so ohne diese Beeren hinkriegen kann. Aber der Baum wirkt eigentlich genau wie der andere Baum. Ich nehme die Sache in die Hand. Meint ihr? Arquatus. Furax. Ach so, vielleicht heilt der Baum sich auch noch wieder. Nee, anscheinend nicht. Okay, 0, 1, 1. Gute Entscheidung. Ey, was hat der Baum für eine RS? 0, 2, oh Gott. 2, 1. Okay, da sind die Raben. Jetzt sind sie wieder weg. Amazone voraus. Man soll mal, genau, sie soll mal die Kriegspfeile benutzen. Ein SP mehr, na gut. Folgt mir, Candidus. Ha. Nein! Der Nase nach. Nicht dahin. Ich nehme die Sache in die Hand. Ah, wie geil. Okay, der Baum ist gleich besiegt. Alles klar. Zeritus. Zeritus. Ach. Gute Entscheidung. Okay, ein Hoch auf die Schützen. Es muss doch irgendwo mal jemanden geben, der tolle SFs noch zum Schießen irgendwie beibringt. Ah, wie geil. Okay, dann erstmal normale Pfeile wieder. Wie geil. Ich glaube, das haben die so nicht geplant, ne? Drei Leben noch. Okay, er hat sich geheilt. Da kommt, Leute. Oh Gott, ein Leben noch. In die Hand. Geil. Was? Ach du Scheiße, da kommen jetzt trotzdem diese Bären. Ich habe den Baum zerstört. Oh nein. Ich nehme die Sache in die Hand. Alles klar. Ja. Gott. Bei meiner Axt. Gut, aber es ist natürlich trotzdem leichter, ne? Gute Entscheidung. Ha! Oh, wenn die ständig alle umgeworfen sind, ist das ein bisschen scheiße. Ja gut, okay, wir kriegen insgesamt noch ein paar Punkte für die. Lass das mal vor. Amazone voraus. Für die Königin. Für Andra. Furax. Ey, macht der so einen Massenblitz dich fit oder was? Mein. Amazone voraus. Zum Angriff. Ja, die sind echt fett, diese Bären. Warte mal, was? Er ist schon besiegt? Ach du Scheiße. Folgt mir. Dezeption.
Moment, sie hat keine? Doch, sie hat doch noch welche. Ich mach das schon. Was macht die da? Aber immerhin, der Bär ist abgelenkt. Da entlang. Okay, irgendwas Komisches macht die. Zum Angriff. Sie denkt, der Baum steht noch oder so. Okay. Ich glaube, sie hat den letzten Schlag gemacht, aber der Bär hat sie nochmal umgeworfen. Na klar. Okay, jetzt sind die Verbände mal nicht weg. Sehr schön. Zeritus, Zeritus, Ast. Ja. Arquatus. Zeritus, Zeritus, Astus. Flimflam ist fehlgeschlagen. Das ist ja peinlich. Ja, es ist natürlich letztlich auch ein bisschen repetitiv, ne? Es hat ein bisschen was Cooles. Es hat auch so ein bisschen was von Hexen 1733, ne? Ja. Gut. Aber... Ich nehme die Sache in die Hand. Ja, man muss schon sagen, wenn man einfach nur die ganze Zeit diese Bäume besiegen soll und so, naja, gut. Okay, da sind wirklich auch noch Bären. Da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Man weiß natürlich nie, ob da noch irgendwelche tollen Truhen versteckt sind oder so, aber da auf gut Glück jetzt alle Tiere zu besiegen, um da noch rumzusuchen, habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Gute Entscheidung. Das bin ich, Candidus. Na klar. Okay, dann bin ich ja mal gleich gespannt, was diese Hütte angeht. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern, wie das war, als ich was für die gemacht habe damals. Ach, wir kommen da gar nicht direkt hin, weil hier noch der Fluss ist. Oh nee, ne? Amazone voraus. Lass das mal Froglin machen. Ich muss aber sagen, bisher im Verhältnis zu Drachensang 2. Ich mach das schon. Meint ihr? Fand ich's mit den ganzen Kämpfen gar nicht so schlimm. Und zwischendurch hat man ja auch sowas wie gerade eben, ne, dass es sehr schnell geht. Also das mit den Ratten war natürlich nervig, ne? Also das ist wirklich auch das größte Unding irgendwie mit Kämpfen und Repetitivität oder wie man es nennt. Das wirklich mit diesen blöden Ratten, das hätten sie anders aufziehen müssen. Aber das habe ich ja in einer anderen Folge schon mal gesagt. Normalerweise würden die uns wahrscheinlich jetzt gar nicht angreifen, aber gut. Ach, die geben doch Punkte auch noch. Okay. Na gut, da machen wir es natürlich platt. Das, was wir hier tun, ist natürlich, aufgepasst. Was Hexen angeht, total die Sünde. Ich nehme die Sache in die Hand. Also wenn jetzt hier gerade irgendwie... Alle mal hergehört. Hexen das hier mitkriegen würden, dass wir jetzt hier irgendwie diese tollen, großen Kröten hier platt machen. Gute Entscheidung. Wird gemacht. Aber es wirkt trotzdem echt idyllisch.
Auch wenn es etwas düster idyllisch ist. Naja, halt. Ich mach das schon. Ja, so ein bisschen märchenhaft düster idyllisch halt. Ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, so extrem lange werden wir uns gar nicht hier aufhalten in diesem Gebiet. Ich meine, wir werden jetzt hier noch so ein bisschen weitermachen und dann irgendwann in diese Ruine da können. Ich glaube, so extrem viel kommt hier gar nicht mehr in den Blutbergen. Und dann bestimmt wieder ein bisschen in Ferdok, vielleicht neue Nebenquests oder so und dann... Und ein paar von den größeren Quests noch ein bisschen weitermachen. So viel mehr ist dann, glaube ich, nicht. Oh, das Alvis. Ja, das sieht nach einem vertrauten Tier aus. Ich glaube, das ist für eine andere der Hexen ganz gut. Kröte ignoriert euch. Kann man die denn beklauen? Diese Kröte trägt den Namen Alvis und ist der Vertraute der Hexe Morla. Die enge Bindung zu der Kröte hat seine Klugheit gefördert und er ist in der Lage zu sprechen. Ja, nur er will halt nicht. Oh, das ist ja blöd. Dann müssen wir wegen Morla noch mit Berndrich reden. Der sagt uns dann was wegen der Kröte und dann müssen wir extra hierher zurück. Na gut, da hinten ist jetzt noch so ein Baum. Das bin ich. Die Amazone voraus. Ja, ne? Lass das mal Vorgrim machen. Dann machen wir das mal auf die übliche Art. Und hoffen, dass das klappt. Ich wollte gerade sagen, wie nah geht er denn jetzt ran? Okay, sie soll mal die anderen Pfeile verwenden. Leider haben wir keine Feuerpfeile. Na gut. Da müssen wir jetzt halt ein bisschen, warten. Wobei, zwischendurch kann man ja doch nochmal den gezielten Schuss machen. Was macht er eigentlich nochmal? Er ist halbieren. Ja gut, das ist nützlich auf jeden Fall. Das soll sie mal so häufig machen, wie es geht. Okay, mehr kann sie gerade nicht. 14. Okay, gleich kann sie wieder. Dann geht es ein Tickchen schneller. Naja, wir haben ja schon mal gesehen, wie das halt so läuft, wenn man halt komplett kämpft, ne? Mit dem Baum, also beim Baum halt. Okay, dann können wir runterzählen. 10. 9. 10. Okay, 7. 5. 4. Wieder 5. 2. Und... Yes! Sehr schön. Der Baum an der Brücke. Furax. Arquartus. So, jetzt kommen bestimmt wieder die Bären. Okay, sehr gut.
Okay, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht wieder irgendeinen Mist machen. Ich mach das schon. Mein Ding. Bei meiner Axt. Das bin ich. Die Sekt. Ah, verdammt. Okay, sie wird angegriffen. Aber der eine ist schon so gut wie besiegt. Das war klar, dass sie wieder umgebrochen wird. Ich nehme die Sache in die Hand. Oh, das war ein super Schlag. Sie ist gerade unbehelligt, dann Benediktus. Perfekt. Da hätten sie jetzt nochmal jubeln können. Ein Zwerg, ein Bock. So. Alle mal hergehört. Sie kriegt nochmal Holz. Und dann sind wir endlich auf der anderen Seite. Okay, aber irgendwo hier in der Mitte müssen wir auch nochmal später ein bisschen rumsuchen. Mal gucken, ob da noch irgendwas Spezielles ist. Aber wir wollen natürlich auch endlich nochmal zu dieser Hexenhütte. Ah, ich sehe wirklich überhaupt nichts hier. Arquartus. Und Licht bringt hier halt, ja, eh nicht wirklich was. Oh. Moment mal. Ich mach das schon. Oh, das sind ein paar mehr diesmal, aber ich sehe sie auch nicht. Egal. Machen wir später. Was ist denn dieser Weg, sag mal? Okay, da vorne ist auch schon so eine Werkbank. Labor, okay. Ganz schön weit drin, das Ganze. Oh, noch ein Hexenbaum. Och, nee. Hexenbaum. Aber vielleicht ist das der andere. Es soll doch 5 geben, ne? Alle mal hergehört. Wenn wir den zerstören und dann noch den mit dem Fragezeichen, vielleicht kriegen wir ja irgendwie einen Bonus, weil wir dann alle zerstört haben. Ach so, oder der Hexenbaum ist quasi die Hütte, dass wir die gar nicht einfach so zerstören können. Oder vielleicht beides. Vielleicht zählt das auch als Hexenbaum, als einer von 5 und es ist gleichzeitig der Schutz der Hütte. Gucken. Okay, Hexenhaus. Ja, wie können wir das denn jetzt machen? Können wir hier unten irgendwie... Ich glaube, wir müssen von oben kommen und da ist dann einfach der blöde Baum. Gute Entscheidung. Ah, okay. Aufgepasst. Für Ardo. Ich nehme die Sache in die Hand. Okay, dann müssen wir das ganze Spiel nochmal spielen. Na, kommt schon, Leute. Na gut, immerhin, die Hälfte ist weg.
Das ist aber dann auch der vorletzte Baum. Dann sind wir die bald endlich los. Aber trotzdem, also auch wenn das ein bisschen repetitiv jetzt ist, es ist nochmal ganz schön, das zu sehen, wie das in dieser Variante ist. Und ja, dann haben wir es auch jetzt gleich schon geschafft. Aber das ist ja fies, dass dann extra diese blöden Bären trotzdem noch beschworen werden. Ein Zwerg, ein Dorf. Na klar. Phorax. Arquatus. Candidus. Phorax. Ah, dieser blöde Zauber, ey, der hält so kurz, ne? Gute Entscheidung. Alles klar. Jetzt wird's ernst. So, der erste Bär ist bald schon besiegt. Ah, sehr gut. So, das dürfte nicht lange dauern. Ah, sehr gut. Der Fulminictus hat ordentlich reingehauen. Komm. 20. Finde ich eigentlich ganz nett, dass diese Zahlen da immer kommen. So, ich glaube, die regenerieren sich selber einfach. Arquatus. Phorax. Wir können ja noch mal nett sein. Ach so, und wir... Also rotten wir sie mit Feuer aus. Da drüben haben wir schon ein Feuerchen dafür. Gute Entscheidung. Oh Gott. Wie sie dann schon spricht. Das ist jetzt klar, dass ihr überhaupt mitmacht bei so einer Sache. Na klar. Ja, nicht, dass jetzt Feuerpfeile auf einmal drin sind. Spielen. Wow. Zwiedestillat, Alkohol, Schwefelquell und das erste Mal Drachenblut. Eine der wohl wertvollsten Zutaten ist Drachenblut. Es soll demjenigen, der es frisch zu trinken vermag, ungeahnte Kräfte geben und ist essentiell für die mächtigsten Tränke, die ein Alchemist zu brauen vermag. Ja, aber da wird sie doch sicherlich gleich auftauchen, oder? Ja, benutze Feuerschale mit, mit Hexenhaus. Oh Gott. Das macht man echt nicht gerne. Aber das ist hier alles so ein bisschen Märchen. Grimms Märchenhaft irgendwie. Das ist echt schön. Ja toll, jetzt brennt die Tür. Verblendete. Die Sonne muss dir das Hirn verbrannt haben. Du hast Kräuter und Zaubermittel vernichtet, die noch vielen das Leben retten sollten. Nun spüre meinen Zorn. Im Hintergrund werden die Flammen immer lauter. Jetzt so einen Knochen in den Haaren, so wie so eine Goblin-Zauberin. Oh. Oh Gott. Oh. Das tut mir echt leid. So, ich muss mal nebenbei so ein paar Screenshots machen, weil wir haben da auch so einen Hexenspieler in der Runde gerade. Wir haben so eine Doppelrunde quasi. Und in der kleinen Zweitrunde dörflich spielen wir manchmal ein bisschen weiter. Bei DSA und da hat einer eine Hexe. Der spielt Hexen auch sehr gerne. Und da muss ich mal ein paar. Der hat halt das hier nie gespielt, deswegen. Gute Entscheidung.
Okay, wir haben immer noch die Kriegspfeile geladen. Ich versuche mein Bestes. Ich glaube, ein Schuss ist ja ganz schnell, ne? Das dürfte eigentlich funktionieren. Und dann machen wir schnell einen gezielten Stich. Naja. Gut, dann macht sie mal einen Fulminictus. Candidus. Mal gucken, was sie so zaubert. What? Naturgeister? Ich dachte, das wäre jetzt so ein... So ein Schatten irgendwie. Bei meiner Axt. Corpo Frigo Kälteschock. Fehlgeschlagen. Ach, bei ihr. Ja, klar. Und auch noch hingefallen. Ach, du Scheiße. Alle mal hergehört. Okay, ich glaube... Warte mal, sie macht mal Meisterparade. Saphiras Gewürz, Saphiras Emblem. Moment mal. What? Wir müssen noch gegen diese Dinger weiterkämpfen. Okay. What? Wie viel Schaden machen die? Aufgepasst. Ach du Scheiße. Okay. Scheiße, okay, das wusste ich nicht. Das sind immer noch vier von denen. Ach, mein Scheiße. Okay, er hat wieder... Das wieder getrunken. Okay, Befreiungsschlag. Auf den. Ah, dieser blöde Befreiungsschlag, der. Da gehen immer echt Schläge daneben. Ich versuche mein Bestes. Gucken, vielleicht kriegt der schon mal eine Wunde hier. Ja. Ah, die sind, glaube ich, immun gegen Wunden. Dass sie überhaupt noch steht. Aber er hat echt viele Tränke zum Glück. Oh, perfekter Schlag. Super, Fabian. Also man kann die ganz gut besiegen. Ach, die Arme. Und sie steht wieder auf. Sehr gut. Amazone voraus. Meint ihr? Na klar. So, dann natürlich einmal heilen. Folgt mir. Und auch wenn dir das nicht so gefällt, noch ein bisschen Magie dazu. Gut. Feuerschale nochmal. Oh Gott, das müsste doch eigentlich hier einen Waldbrand auslösen. Ja, das war natürlich schon irgendwie was Wahres, ne, was sie gesagt hat. Ich versuche mein Bestes. Viele Leute können da noch ganz gut von der Heilung profitieren eigentlich. Und wir haben das halt zunichte gemacht. Okay, wir können anscheinend da oben nicht mehr rum. Wir können höchstens noch in diese Richtung
weiterlaufen, aber ich glaube nicht mal das, ne? Ah, doch, ein bisschen. Ich glaube, hier kommt man nicht rum, ne? Hier ist, glaube ich, jetzt einfach Schluss. Ja. Na klar, die Zephyrs bin ich. Ach, komisch, ne, dass sie so selber sagt, das bin ich. Aber gut, das ist natürlich immer so in Bezug auf die... auf den Spieler hier, ne? Oh, da hinten ist es schön hell. Oh Gott. Oh Gott. Da schämt man sich echt irgendwie. Oh Mann. Gut, aber wenn ich mal hier auf die Uhr gucke, ist es, glaube ich, schon wieder Zeit. Das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Stelle hier. Amazone voraus. Ach, wir hatten ja hier sogar die... Ach, da sind die. Da sind die Räuber. Diesmal sind das ein paar mehr, ne? Saphira ist tot. Der Baum nahe des Hochplateaus. Einer der Hexenbäume steht im Nordosten des Waldes, neben dem Hochplateau. Barina hat mir seine Lage in meine Karte gezeichnet, so... werde ich ihn leichter finden. Barina kann sich auf mein Wort verlassen. Solch Hexenwerk hat in diesem Wald nichts verloren. Arquartus. Furax. So, nochmal alles aktualisieren. Okay, da ist die Burg. Ja, dann gehen wir nächstes Mal auf jeden Fall in die Richtung der Handlanger und dann entsprechend oben zu dem allerletzten Hexenbaum und dann schlagen wir Richtung Westen, Südwesten, den Bogen. Okay, dann soll es das erstmal wieder gewesen sein. Ja, dann erstmal wieder bis hierher und ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn.